bist ja pünktlich wie ein Maurer, du. Wie geht's dir denn? Ne? Komm, ziehen wir los, was? Du? Komm. Ab die Bäume. Mein Schatz, worauf hast du denn jetzt Lust, hä? Ich will mit Blaulicht fahren. Mit Blau? Nee, du, das geht nicht. Das darf ich immer nur, wenn ich im Dienst bin. Ich will aber. Och, Maus. Ja, hallo? Ja, 71, den hört? Was? Ja, verstehe. Ja, entschuldigt, hab hier. Okay, bin schon unterwegs. Bis gleich. Jetzt dürfen wir doch mit Blaulicht fahren. Du meinst jetzt, hier, dein Blaulicht. Hä? Komm, jetzt gibt's. Jetzt müssen wir uns beeilen. Ab die Post. Tschüss. Er kam aus dem Lokal und ist so ziemlich direkt auf mich zugekommen. Ich glaube, er wollte die Straße überqueren, als der Wagen kam. Also, der Wagen kam von da und es war ein gelber Mercedes, ja? Ja, der fuhr ziemlich schnell. Ja. Stimmt das denn, was sie sagt? Was den gelben Mercedes angeht, ja. Ja, und was sonst? Ob der Mann dort aus dem Lokal kam, kann ich nicht sagen, denn ich hatte meine Augen auf der Straße, wo sie auch hingehören. Jetzt hören Sie doch endlich auf, sich wegen so ein bisschen Blech so aufzuregen. Was heißt denn hier ein bisschen Blech? Dankeschön. Erstens ist das eine Kunststoffkarosserie und zweitens, bitte schauen Sie sich das doch mal an. Na, ich schaue mir jetzt überhaupt nichts an. Hier, bitte, gehen Sie mal weg da. Alles eingedrückt. Also ich sehe nichts. Ob Sie was sehen oder nicht, ist mir egal, wahrscheinlich. Der Rahmen verzogen. Der Dunner heißt Rubi Kantmeier. Das war ein Boxer. Ja, doch. Das war ein ziemlich guter. Hast du den gekannt? Nee, ein Kollege drüben hat den Boxen sehen. Dem haben sie aus dem Mercedes in die Beine geschossen. Was heißt denn hier? Die Beine. Und daran ist er gestorben. Schwaches Herz, sagt der Arzt. Genau so in dem Bericht. Und unlogisch. Vielleicht geht er mal in die Kneipe, da soll er nämlich rausgekommen sein. Also bin mir ganz sicher, dass der Schrott überhaupt noch. Nee, das heißt, Herr Wachtmeister, hat die Frau was? Ich hab's vergessen. Herr Wachtmeister, können Sie sich denn nicht mal um diesen Unfall dort kümmern? Denn ich meine, der Tote ist ja schließlich tot. Sag mal, sind Sie krank? Ja, der ist Fetischist. Was heißt denn hier Fetischist? Was ist das überhaupt? Das ist mein Auto. Wir hätten gar nicht bemerkt, dass das Schüsse waren. Wir sind erst raus auf die Straße, nachdem die beiden Autos zusammengekracht sind. Wir dachten zuerst, der Mann ist angefahren worden. Und dann musste ich wieder rein, weil das Telefon ging. So? Wir waren dran? Meine Frau. Ich muss nachher zur Bank. Ich hatte die Stromrechnung. Sagen Sie, muss ich eigentlich alles sagen? Nö. Nö, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aus Ihrem Lokal ist er nicht gekommen, weil Sie ja noch geschlossen hatten, ne? Genau. Darf ich mal? Ja, Tanner. Christian Tanner. Angenehm. Susi. Susi Stäuben. Aha. Angenehm. Was ist denn hier los? Gehen Sie auch bitte ein Stück zurück. Sie hindern hier alle. Treten Sie zurück, gehen Sie von der Fahrbahn. Bitte gehen Sie auf den Gehweg. Bis hinter die Fahrzeuge. Mensch, ich hab dir doch gesagt, du sollst im Auto bleiben, du. Also, hier kommt ihm das an dich, ja? Ich werde Toten gefunden. Ja. Du musst die Kleine schnell nach Hause bringen. Grüß dich. Wir sehen uns später. Herr Kommissar, ich warte jetzt schon seit einer Stunde und kein Mensch kümmert sich um mich. Ich verlange, dass jetzt endlich dieser Unfall aufgenommen wird. Selbstverständlich. Ihr Name? Menger, Klaus Menger. Herr Menger, Sie kommen mit aufs Präsidium. Du, sag mal, wie ist es? Hä?
Sollen wir wieder mit Blaulicht fahren? Nein, ich hab keine Lust. Naja. Mensch, hätte ich dich bloß nicht mitgenommen. So. Unterschreiben Sie bitte. Ich unterschreibe nicht. Kann ich jetzt gehen? Moment, wie bitte? Das weiß doch jedes Kind, dass einem sowas leicht als Schuldeingeständnis ausgelegt werden kann. Bei einem Unfall nie etwas unterschreiben. Ich bin doch. Aber das geht nicht um den Unfall. Es geht um den Toten. Und Sie meinen, das vereinfacht die Geschichte, ja? Kann ich jetzt gehen? Sie sind ja vielleicht komisch. Nichts unterschreibe ich, gar nichts. Kann ich jetzt gehen? Hier geblieben. Sie können gehen, ja. Und ich? Sie auch. Und meine Unterschrift? Ich denke, Sie wollen nicht unterschreiben. Ich kann auch... Karneval, wie gehabt, was? Ich kann auch ohne Ihre Unterschrift leben. Eine Dienstauffassung haben Sie. Und wie komme ich zu meinem Geld von dieser Person? Also jetzt langt's mir aber. Es reicht schon, dass der Arsch überhaupt Auto fahren darf. Aber die Show, die dieser Rüstoper hier abzieht, ist einfach pervers. Haben Sie das gehört? Haben Sie das gehört? Schreiben Sie das auf. Das schreiben Sie auf. Das gehört ins Protokoll, ja. Nämlich auch nicht die Lügen dieser Schlampe. Ja, ja. Eine Etage tiefer ist die Verkehrspolizei, da können Sie das alles erzählen. Die interessieren sich sehr dafür. Wohl ja. Wahnsinnige. Nur wahnsinnige. Wann kommt er denn wieder, hä? Ciao, ich ruf dich an. Gut, ciao. Meistens ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir aufmachen. Wie kennst du denn? Ciao. Ciao. Nein? Soll ich wieder was ausrichten? Nee, lass mal. Komm noch mal wieder. Guten Tag. Ciao, Gino. Ciao. Ich will mal etwas sagen. Sie lügen wie gedruckt. Ich weiß, dass Sie ihn kennen. Ihre erste Reaktion beweist mir das eindeutig. Und jetzt plötzlich aus irgendwelchen Gründen wollen Sie nicht mehr. Ich nehme an, Sie arbeiten schwarz. Kindergeld, Schwarzarbeit. Naja, ich kümmere mich drum. Vielleicht hilft das Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Ja, ganz bestimmt. Vielen Dank, du Wendearsch. Nimm dein Foto mit. Ja, hey, du hast dein Foto vergessen. Komm. Können Sie vielleicht etwas, bitte, ich möchte das gerne, können Sie da was? Da hinten. Wenn der Arsch ist leider gut. Alles in Ordnung? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und danke. Auf Wiedersehen. Ja. Io? Ach, la tiro del chiedo e vedi sono morto. Una minuta, eh?
denn dein Name in deinem Notizbuch? Keine Ahnung. Wie du? Mein Gott, Polizisten. Ich habe keine Ahnung. Und mein Lokal ist voll. Allora. Hä? Komisch. Keiner kennt Bubi. Es hat mich schon gewundert, dass eine geschiedene Frau, die nachweislich 13 Jahre lang mit ihm zusammengelebt hat, sich überhaupt an ihn erinnerte. Und selbst dazu fühlte sie sich, glaube ich, auch nur durch das Auftauchen ihres Sohnes genötigt, der gerade aus der Schule kam. Und dessen Vater offensichtlich unser toter Boxer war. Aber von einer natürlichen Betroffenheit seitens des halbweisen Pflegels konnte ebenso wenig die Rede sein wie vom Zeichen der Trauer bei der Witwe. Das war mir richtig peinlich, dem Toten gegenüber. Aber eins war doch interessant. Weißt du, womit er sein Geld verdient hat? Während er mit dieser hartherzigen Dame zusammenlebt. Als Rausschmeißer in der Diskothek La Lotta, deren Besitzer und somit Bubis Chef, Guido Tessari hieß. Dein Freund Guido. Ich habe das Bild doch überhaupt nicht angeschaut. Du weißt doch selbst, no? Was wir los waren. Hättest du mir seinen Namen gesagt, hätte ich ihn natürlich sofort erkannt. Warum hast du mir seinen Namen nicht gesagt? Bubi Kantmeier. Der arme Bubi. Ewig habe ich den nicht mehr gesehen. 6 oder 7 Jahre muss das erst sein. Und jetzt das. Oh. Komm, ich spendiere einen Grab, was er will. Du weißt auch nicht, wovon er gelebt hat, wa? Eine ganze Menge Geld bei ihm gefunden. Wissen nicht woher. Hm. Hm. Hat er gespielt oder sowas? Er war ein guter Boxer. Er war stark und kannte Einstecken wie kein zweiter. Ein bisschen zu sensibel vielleicht, ja, aber das war das Einzige. Sonst hätte er ganz groß herauskommen können. Ich glaube, auch in Amerika hätte er seine Chance gehabt. Na ja, vorbei. Alla salute del povero Bubi. Weißt du schon, es ist wie in einem großen Kühlschrank hier. Alles ein wenig vergiftet, aber reichlich und kalt. Vor allem kalt. Was läuft denn hier? Ey, was machst du denn da? Ist das hier Klein Chicago oder was? Duisburg, West Germany. Ich sagte dir doch, es ist kalt hier! Ist es der, den du gemeint hast? Und der zahlt, ja? Wie viel? Also Mensch, wenn ich dir helfen soll, dann musst du den Mund aufmachen. Weiß doch auch nicht genau. Der zahlt ungefähr 500. Das ist aber verdammt viel für einen Monat. In der Woche. Was, in der Woche? Rossi Silvano aus der Emilia. Er zahlte, nachdem sie ihm den Arm gebrochen haben. Sie wussten, dass er Linkshänder ist und nahmen den Rechter. Erster Mann. Na ja, und? Hat er sie angezeigt? Wo denkst du hin? Ja, warum denn nicht? Weil das alles noch schlimmer machen wird. Ansari Pietro und Frau aus Kalabrien. Ihm haben sie eine von 3 Maschinen kaputt gemacht. Die billigste erstmal. Und jetzt? Zack. Die Seite, die kennen wir aber. Die ist die andere Seite. Schimanski, ich bin seit 10 Jahren in dieser Stadt. Und ich laufe mit offenen Augen durch die Welt.
Und du musst doch am besten wissen, was hier los ist. Weiter, 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 Mensch. Nichts weiter. Was ich weiß, habe ich dir gesagt. Und selbst das ist schon zu viel. Verstehst du? Zu mir geht's aber geradeaus. Ja, ist klar, aber ich will dir was zeigen. Hier ist Bubi Kantmeier erschossen worden. Ich dachte, auf der Straße. Zeugen hatten da aus der Kneipe rauskommen sehen. Und stimmt das? Der Wirt sagt nein, aber das muss ja nichts heißen, oder? Wie ist denn das eigentlich? Zahlt der? Davon weiß ich nichts. Und du? Wie ist es mit dir, sagst du? Warum meinst du, haben sie mir die Scheiben eingeschmissen? Hm? Muss ja auch nichts heißen. Und weiter? Weiter? Ich weiß nicht. Bei den Türken ist es ähnlich. Ich war doch neulich auf dieser Tagung in Frankfurt. Es sagt ein Kriminaldirektor, wenn mich heute mein Sohn fragen würde, was er tun solle, um am sichersten und schnellsten an viel Geld zu kommen, ich müsste ihm antworten, geh in die Verbrechen. Da stell dir das mal vor, ein leibhaftiger Kriminaldirektor sagt das. Und zwar öffentlich. Mensch, was heißt denn hier organisiertes Verbrechen? Das sind ein paar Typen nur, die die Wirte abreißen, ein paar andere kleine Geschäftsleute ausnehmen. Na schön, also den Kameraden wird man doch mal fertig werden. Es gibt intelligente Menschen, die das bezweifeln. Was für intelligente Menschen? Ein komischer Kriminaldirektor oder wer? Alter, bloß ein Beispiel. Ich wollte damit sagen, dass es das Beste für deinen Freund Guido wäre, wenn er einfach zahlt. Für einen Dollar warten. Und dann auch vom Bullen. Sag mal, was heißt denn hier überhaupt dein Guido? Ich hab dich ja damals auch nicht sitzen lassen, nicht? Als ich Silvia rausgeschmissen hab. Da hab ich zu dir gesagt, komm Jungchen, nimm's nicht so tragisch. Zieh zu mir, oder? Ja, aber das ist doch was ganz anderes. Wieso denn? Ich bin mit Guido, da sagen wir mal, na, nicht ausgesprochen befreundet, aber immerhin. Mach doch was du willst, Mensch. Zahllos, oder? Sagen Sie selbst. Unfallfrei, aber das habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Stereo mit Kassette. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten, deswegen kauft man sich ja nicht einen solchen Wagen. Klima ist kaputt, aber das würden wir noch auf unsere Kosten richten lassen, wenn Sie sich entschließen würden. Schon gut, schon gut. Schön, was sagst du? Entschuldige bitte, aber du, ich finde, das so aussieht wie eine Nuttenkutsche. Finde ich nicht. Wie schnell ist er, sagen Sie? 230, 240, der ist fantastisch eingefahren. Siehst du? Ich habe dir gesagt, dass ich nichts von Autos verstehe, aber also wenn du mich schon fragst, dann kann ich dir nur sagen, der gefällt mir nicht. Und wenn er 500 fahren würde? Das ist der 450er mit der neuen Maschine. Hast du überhaupt noch nicht gefragt, was die Karre überhaupt kosten soll? Also, was soll das kosten? 24,5. Was, 24,5? 24,5 Meilen? Ja, dafür übernehmen wir aber auch alle Formalitäten. Die Klimaanlage sowieso. Die Klimaanlage ist doch in der Türkei von unschätzbarem Wert, wenn Sie zum Beispiel mal nach Hause fahren. Wohin sagtest du? In die Türkei. Ich bin von Tornaco. Verstehst du? Tornaco, Novara. Und wenn du glaubst, du könntest mich übers Ohr hauen. Ich weiß, dass die Kiste höchstens 15 wert ist. Und du weißt es auch. Weißt du, was das ist? Hm? 35.000 Mark. Und du siehst davon keinen Pfennig. Klar? Capito? Coglione. Komm, Schimaski. Da legst du endlich an, 24.000 ist sowieso viel zu viel mehr. Das muss eine alte Frau lange für stricken, du. Wer wäre runtergegangen auf 20 oder 21? Aber ich kaufe doch kein Auto von einer, der mich stürken hat.
Keine Tomate würde ich von dem kaufen. Nenn diesen Affe nicht Türke. Du, aber eins verstehe ich nicht, Wenn du so viel Geld hast, ja, warum zahlst du denn nicht einfach das, was er von dir verlangt? Hm? Man zahlt einmal. Und dann? Hat dann seine Ruhe. So einfach ist das nicht. Damit bekommt man die Leute nicht wirklich in die Hand. Der Erpresser muss regelmäßig erscheinen. Pünktlich und zuverlässig. Er muss dir so selbstverständlich sein wie die Telefonrechnung. Die auch immer so hoch ist, ja, aber man zahlt sie. So bekommen sie erst die Macht, die sie wollen. Du, aber eines Tages treten sie dir gegen sie in den Bein. Das werden wir sehen. Guido, was ist mit deiner Familie? Hast du keine Angst um deine Familie? Ich bin seit 8 Jahren geschieden. Meine Tochter litt in Tornaco, Novara. Wo sind die denn? Gino! Gino! Was ist denn hier los? Chef, ich kann nichts dafür. Ich wollte ganz normal die Tür aufschließen und dann das da. Mach porca puttana vacca. Oh, Sie hätten die Tür kaputt machen können. Sie wollten zeigen, dass Sie überall reinkommen. Sie sind der. Na, Chef, haben wir nie. Wir können heute nicht aufmachen. Wieso können wir nicht aufmachen? Dein Job machen wir das. Sie verschaffen sich noch kein Problem. Wenn ich dir helfen soll, dann musst du dir jetzt endlich was rauslassen, du. Wer hier waren, was es für Leute sind und wer dahinter steckt. Wenn ich dir sage, er hatte schwarze Haare und nannte sich Bruno, was hat das für einen Sinn? Selbst wenn du an Bruno herankommst, hinter dem steht ein anderer und so weiter und keiner redet, da kommst du nicht weiter. Du läufst gegen Wände, das sage ich dir. Ja? Sì, sì, ho visto il regalo che mi avete fatto. Però non me ne frega niente, tanto era vecchio, devo cambiarlo, va bene? Ciao, bello, ciao. Quando kann man warten, eh? Stimmt? Hab ich recht? Ehi! Und sie haben dir gedroht. Diesmal treten sie dir gegen Schienen. So. Wenn ich dir helfen sollte, dann musst du reden. Ich habe dir doch gesagt, dass er keinen Sinn hat. Du kannst das nicht verstehen. Ja, und ich habe dir gesagt, da kann ich dir auch nicht helfen. Kugione. Metti giù qua, dopo spostiamo tutto da dietro. Sie sind abgehauen, was die gehört haben.
soll ich einen Arzt holen? Du brauchst es nur zu sagen, ich rufe sofort an. Hör auf, es ist doch nicht so schlimm. Der Arm tut nur ein bisschen weh, sonst gar nichts. Was ist los mit dem Arm, hä? Ja. Sie haben mir nach hinten weggebogen. Sehr vorsichtig. Okay, geht so? Ja. Besser. Donnerstag, Baum. Aber wie, als Mädchen? Du, ja. Hey. Lässt jetzt eine Anzeige raus. Gib mir auch eine. Wenn du mir klar machst, dass es einen Sinn hat, sofort. Zeitigen, die ich kaum gesehen habe. Weißt du daraus, wer was? Außer neue Akten. Hm? Stehst du auf Akten? Wir wissen natürlich schon seit einiger Zeit, dass es solche Organisationen gibt. Es gibt unterschiedliche Vermutungen über ihre Größe und ihre Macht. Und das wäre auch schon ungefähr alles. So scheiße. Wie bitte? Herr Schimanski meint... Ich habe sehr genau gehört, was Herr Schimanski sagte. Ich bin anscheinend hier der Einzige, der den Zusammenhang zwischen der Brutalisierung der Sprache und der Verrohung der Gesellschaft kennt. Was? Wie soll ich Guido vielleicht sagen, er ist zusammengeschlagen worden, weil ich so brutal daherquatsche, oder? Mensch, die Sache sieht doch für ihn ganz anders aus. Zahl oder stirb. Das ist die Wahrheit. Ja. Und die ist offensichtlich stärker als wir. Ihr gefühlvolles Engagement für die Ungerechtigkeiten in dieser Welt in allen Ehren. Ich teile es bis zu einem gewissen Grad sogar. Aber, und das ist leider das Ausschlaggebende, es gehört nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Absolut nicht. Das ist ein Wichser, Mensch. Wieso schicken die uns immer so eine Ärsche? Das ist ja schlimmer als Kiesling. Sag mal, ist die Wohnung von Bubi Kantmeier eigentlich noch versiegelt? Ja. Willst du noch mal rein? Was soll ich denn sonst machen, du? Ich halte es ja nicht mehr aus. Mit irgendeinen kleinen Hinweis muss es doch geben, wovon der Knabe gelebt hat, oder? Ach, Herr Tanner! Heute Abend ist doch Präsidium-Stammtisch. Ja. Und da ich hier neu bin, möchte ich Sie bitten, mich dort einzuführen. Gewissermaßen. Sie gehen doch sicher. Gut, ich werde pünktlich dort sein. Freut mich. 20.30 Uhr.
machst du denn hier? In deiner Bude, ja? Das sind zwei Typen. Ich glaube Italiener. Was wollen denn die? Woher soll ich das wissen? Hm? Bestimmt nichts Gutes. Dann fragen wir sie mal, machen Schlüssel. Du bleibst raus hier. Ja? Und wenn mir einer durchbrennt, dann greifst du ihn, okay? Di merda, cammina su, dai, muoviti! Na, was wollt ihr denn hier? Hm? Ja, im Gespräch sind sie auch nicht. Drum. Geschickt euch. So redende nicht. Allora, mi dici? Cazzo vi manda voi? E tu non parli, manco tu, no? Ja, sagt ihr das was? Più un po'. Ma che sei? Della famiglia Leone, tu? Te ne accorgerai presto. Was ist? Tu... Würdest du vielleicht mit mir mal wieder reden, oder? Das ist Angelo Leone. Ja, wer ist Angelo Leone? Aus der Familie von Federico Leone. Ja, Entschuldigung, ich kenne keinen Federico. Der Boss! Schimanski. Jetzt, es ist soweit. Du musst mir helfen. Was willst du? Das ist meine Chance. Wenn du mich jetzt nicht im Stich lässt, bin ich morgen meine Sorgen los. Wir müssen sie nur für 24 Stunden festhalten. Was denn hier? Nein, irgendwo, wo man sie nicht sucht. Du weißt, warum ich die ganze Scheiße hier mitmache, ja? Um endlich herauszufinden, was hier eigentlich gespielt wird. Hey, Schimanski. Na, du hast mir gerade noch gefehlt. Mensch, lass ihn mal anschauen. Hey, du bist doch nicht. Nö. Gewachsen bist nicht. Gut schaust aus. Blendend geradezu. Warst du im Urlaub? Urlaub also nicht. Aber du bist ja immer gut in Form. Hey, Schimanski. Was machst du denn da? Suchst du was? Ich meine, wenn du mir sagst, was du suchst, vielleicht könnte ich dir helfen. Ich hab's. Du suchst doch nicht etwa Karten. Spielkarten bei mir? Aber Schimanski, ist doch lange vorbei. Du, ich habe seit, warte mal, lass mal überlegen, seit mindestens 2 Tagen, wollte ich sagen. Ja, okay. Es hat keinen Zweck, dir was vorzumachen. Ich gebe zu, es war etwas übertrieben. Aber nicht, was du denkst. Ehrlich, alles ganz legal.
Ganz legal alles. Und privat. Ich nehme an, du hast keinen Durchsuchungsbefehl. Stimmt. Freue mich, dass wir uns so gut verstehen, wirklich. Ehrlich, du. Geht doch nicht über eine alte Freundschaft. Was? Pass auf, die Sache ist die. Ich muss diese zwei Typen da im Auto für ein paar Stündchen hier abstellen, ja? Und da ich ja schlecht die ganze Zeit hier rumsitzen kann, da habe ich mir gedacht, da könntest doch du inzwischen ein bisschen Kindermädchen spielen, ne? Was machst du doch für einen alten Kumpel? Es gibt fast nichts, was ich lieber täte, als dir einen Gefallen. Was denn? Da sind sie jetzt noch? Bist du eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Weißt du, was das ist? Körperverletzung, Freiheitsberaubung und das kostet deinen Job, Mensch. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Kannst du mir das mal vielleicht verraten? Ich kann doch Guido jetzt nicht im Stich lassen. Mensch, jetzt in dem Augenblick, wo er die Chance hat, aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen. Außerdem ist das der einzige Weg, ja? Ein bisschen näher an den ganzen Clan heranzukommen. Weil du sie verhaften sollen. Das ist aber ein schlauer Spruch, du. Ja. Dann werden sie morgen gegen Kaution wieder frei. Ja, oder noch früher. Du, das ist verboten. Illegal, strafbar. Horst, ist dir überhaupt klar, was du für diesen Tessari riskierst? Du, das ist der beste Italiener im ganzen Ruhrgebiet. Das weiß doch jeder, dass du vom guten Essen nichts verstehst. Vom Essen, hä? Herr Blaum! Ach, übrigens, da fällt mir ein, der gelbe Mercedes ist gefunden worden, aus dem Bubi Kammer erschossen worden. Ja, und was mit der Spurensicherung? Wir sind dran. Ist Micha Schimanski. Projektil und Waffe haben nichts miteinander zu tun. Und mit dem ist sicher nicht auf Bubi Kammer geschossen worden, tut mir leid. Weil mit dem ist schon seit ewigen Zeiten nicht mehr geschossen worden. Tja. Wäre auch zu einfach gewesen, oder? Ja, vielen Dank. Ja, bitteschön. Was mache ich denn jetzt? Du kannst sie immer noch wegen Einbruchs festnehmen lassen. Ja, und was glaubst du, sagt der Richter, wenn... Was glaubst du, sagt der Richter, wenn die beiden ihm erzählen, wo ich sie versteckt habe, was? Hallo, Jungs. Mangiare, ja? Poco Mangiare. Hey. Ja. Nur komm, also wirklich. Die sind gut. Die sind wirklich gut. Naja. Was anderes gibt's nämlich nicht. Komm. Lass mal Tachlis reden, ja? Machen wir euch ein Angebot. Ihr sagt mir, woher er kommt. Und wer euch geschickt hat. Und ich lasse euch auf der Stelle frei. Hä? Ist das ein Angebot? Questo per te ancora più schifoso dei ravioli. Was hat er gesagt? Ja, nur ein Versuch. Okay. Ja. Geht auch anders. Du, ich hau jetzt wieder ab, ja? Übrigens, deine Ravioli, ja, die schmecken wie eingeschlafene Füße. Ach, Guido braucht nicht erfahren, dass ich hier war, ja? Ich meine, falls er anrufen sollte. Ja? Schimanski. Ich finde, dass man das jetzt wirklich nicht mehr einen freundschaftlichen Gefallen nennen kann. Ach Mensch, nenn's wie das willst, ich bin im Stress. Was du treibst, das stinkt doch. Sieht doch jeder, also sind wir quitt. Und du kannst nicht von mir verlangen, dass ich das umsonst mache. Dazu ist einfach zu gefährlich. Ich will einen Anteil. Einen Anteil? Was denn für ein Anteil? Ach so. Du kannst vom Glück reden, dass ich es eilig habe, du. Sonst würde ich dir dein dämliches Grinsen bis an die Ohren ziehen. Du wartest hier wie vereinbart, ist das klar? Du, und bitte zerbrich dir nicht den Kopf über Sachen, die dich nichts angehen. Ja, mir rücken sie doch auf die Bude. Du sitzt wieder hinter deinem Schreibtisch. Ich brauche meinen guten Ruf. Der Laden muss doch sicher sein. Sonst spielt doch keiner hier.
man doch nicht unter Freunden. Das ist Guido. Ihren Fähigkeiten würde auch bei uns jederzeit eine interessante und vor allem lohnende Beschäftigung finden. Besonders wenn er Ihre Beziehung hat. Guten Abend. Sag mal, was läuft denn hier eigentlich? Hast du denen erzählt, dass ich für dich arbeite, oder was? Nicht so laut, was sollen denn die Gäste denken? Willst du mich ruinieren? Mensch, hör auf mit dem Quatsch. Will ich endlich wissen, was hier gespielt wird, du. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Es ist doch alles wunderbar. Hast du denen erzählt, dass ich für dich arbeite, ja oder nein? Also, direkt verneint habe ich es nicht. Sag mal, du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank, was? Zuerst sagst du, kennst keinen, weißt von nichts, aber einmal sind sie alle da. Und ich muss mich von so einer Pfeife dumm anquatschen lassen. Mensch, also, du pass auf, ja? Ich will jetzt endlich wissen, wie und wann wir diese beiden Typen abschieben, und zwar so schnell wie möglich. Die Sache ist auch ein bisschen heiß für mich. Nicht nur für dich. Capito, ah? Hättest du dich nicht so aufgeregt, wir könnten schon längst weg sein. Ich habe gewonnen. Wir lassen sie jetzt frei. Die Sache ist durchgestanden. Sieg, verstehst du? Vinto io. Ja, dann gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen. Was soll das heißen, gute Nacht? Ich habe nichts. Ich habe nur gesagt, gute Nacht. Ja, wollen Sie damit sagen, dass Sie mich in diesem Zustand in mein Auto steigen lassen wollen? Ja. Ich wollte sagen, soll ich Sie nach Hause fahren? Ja, nicht ganz. Das wäre zu viel verlangt. Aber bis zu dem Taxiplatz am Friedrich-Wilhelm-Platz können Sie mich mitnehmen. Ich habe das auf dem Stadtplan überprüft. Der Umweg ist minimal für Sie. Du fährst. Ich pass auf die beiden auf, ja? Der garantiert mir, dass sie mich doch gesehen haben, wo sie sind. Schimanski, du, das kannst du doch gar nicht. Bitte hör jetzt auf, du hast mir einen Gefallen getan, das finde ich fahrbar, finde ich prima und ich werde mich auch bei Gelegenheit reparieren. Aber bitte hör jetzt auf damit, ja? Komm, hör auf. Hier, für die Unannehmlichkeiten. Schimanski, du weißt, dass du wenigstens mal wieder zum Zocken herkommen musst. Ja, ist klar, Junge. Ich ruf dich an. Schön ab. Kommt schnell, beeilt euch, Jungs. Kommt da, wir. Scheiße. Komm, erstmal eure Pässe. Hier sind eure Pässe. Ja, und wenn ihr jetzt noch Schlüssel findet, in eure Paletti. Io vi stendo come due merde, capito? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Warum hast du nicht gesagt, dass wir so frei lassen? Ihnen gesagt, ich lege sie um. Oh.
der Ladung Schrot im Hintern. Volles Rohr. Immer. Gib ihm. Und jetzt glaubst du, lassen sie dich in Ruhe, ja? Ja. Dann bist du da so sicher. Weil ich das Ehrenwort von Hörne habe. Und das glaubst du, ja? Ich gebe dir eine in der Hand und guck dir ganz tief in die Augen. Und das glaubst du, ja? Ausgerechnet du. Ja, das glaube ich. Das kannst du nicht verstehen, aber das macht nichts. Hm? Komm jetzt rein, ich habe noch eine Überraschung für dich. Hm? Komm. Da muss ich aber noch viel lernen. Als ich hörte, dass Sie mit dem Schimanski zusammenwohnen, konnte ich es kaum glauben. Weil ich Sie für einen Mann gehalten habe, der genau weiß, was es bedeutet, Beamter zu sein und was es heißt, Polizist zu sein. Da steht ja keine Taxe. Ja, die kommt sicher gleich. Polizist sein heißt für mich Gewissenhaftigkeit gegenüber Gesetzen und Dienstvorschriften. Soll ich Sie doch nach Hause fahren? Fahren Sie darüber, ich steig dann aus. Tja, wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Ich meine die Einhaltung der Vorschriften. Ich habe eine Idee. Ich lasse Ihnen von der Zentrale ein Taxi rufen. Einverstanden? Also. Ich frage Egon von 7111, bitte kommen. Nein, ich frage Sie nicht. Ich sage es Ihnen. Ja. Ich bin davon überzeugt, ja, dass Schimanski zu den Beamten gehört. Ich stehe am Friedrich-Wilhelm-Platz. Können Sie uns bitte ein Taxi fahren? Moment. Ich melde mich später wieder. Moment. Ich verlange natürlich jetzt von Ihnen keine offizielle Stellung. Ja. Schauen Sie mal. Ich möchte rein privat wissen, rein privat. Was haben Sie denn? Da stehen zwei Männer in Handschellen. Das ist ja interessant. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Kriminalpolizei, bleiben Sie stehen. Ich rufe einen Streifenwagen, das sieht mir doch zu merkwürdig aus. Können Sie mir mal erklären, was das zu bedeuten hat? Egon, von 7111 kommen. Hier Kriminalrat Wolf, schicken Sie einen Streifenwagen zu den Kindertags. Dringend. Weit auseinander. Sprechen Sie Deutsch? Streifen kommt gleich. Sind das Italiener? Das weiß ich nicht. Ja, und warum sind Sie gefesselt? Was fragen Sie denn mich das? Fragen Sie doch selbst. Warum sind Sie gefesselt? Vielleicht was Sexuelles? Non ci stanno zitte, ci don gasto nei coglioni. Se ne hanno. Das sind Italiener. Ja, das habe ich doch gleich gesagt. Ja und? Das heißt doch noch gar nichts. Jim, ich muss dir etwas gestehen. Der heutige Tag bedeutet nämlich mehr für mich, als du weißt. Und ich will, dass du mit mir darauf achtest. Ach komm, Junge, mach's nicht so spannend, sag, was Sache Moment, ist. Moment. Ich musste bis heute warten, denn ein anständiger Mann bringt erst seine Angelegenheiten in Ordnung, bevor er sich zu einem so wichtigen Schritt entschließt. Jim, ich werde heiraten. Ja. Und ich möchte, dass du mein Trauzeuge bist. Willst du das für mich tun? Hm? Was soll ich Trauzeuge? Mensch, ich hab ja gar keinen Anzug. Nein, logisch, aber die ganze Bauch ist doch... Ich wusste es. Dann komm, stoß mit mir an. Ja, wer ist denn die Glückliche? Kenn ich sie, ja? Nein, ich musste da sehr vorsichtig sein. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Ja, komm, erzähle, wer ist die Braut? Schön, sie ist ein Mädchen. Ich sage dir, ein Mädchen. Oh, Schön, du glaubst es nicht, aber sie liebt mich auch. Guten Morgen, Herr Otto. Morgen. Morgen. Wo warst du denn heute Nacht? Bei Guido geschlafen. Oder ein bisschen später. Hat sich die Fahrerei nicht mehr gelohnt. Ich war in meinem Stammtisch. Unser neuer Kollege war betrunken und ich durfte ihn nach Hause fahren. Ja, und?
Betrunken ist ja fast noch unangenehmer. Sag mal, wie geht's deinen Italienern? Ernährst du die auch gut? Die sind doch schon längst wieder weg. Ach ja? Seit wann denn? Seit heute Nacht irgendwann. Wieso? Auch nur so. Das heißt, ich glaube, ja, ich glaube, ich habe die verhaftet. Soll das ein Witz sein? Heißt der eine Angelo Leone? Der heißt Angelo Leone. Wieso hast du die denn verhaftet? Warum denn? Wie? Wo sind die denn jetzt? U-Haft. Das ist eine Scheiße. Wir hatten jetzt den Fall. Wolf kümmert sich höchstpersönlich. Wolf? Ja, wieso denn Wolf? War der etwa auch dabei? Ja. Anna, du bist ein Volltrottel! Hey! Ist Guido da? Nein, wahrscheinlich ist er noch auf dem Großmarkt. Und hat sonst jemand nach ihm gefragt? Was ist denn los? Später. Mensch, Guido, ich such dich wie ein Trottel. Was ist los? Entschuldigung. Guido. Ich weiß auch nicht. Ich kann gar nicht mehr weitermachen. Es fehlt so gut wie alles. Würden Sie zum Beispiel in Voltini ohne Salbei essen? Wahrscheinlich. Kennst du seine Frau? Sie war einmal Lia. Weißt du, wie sie heißt? Weißt du, wo sie wohnt? Keine Ahnung. Kennen Sie Federico Leone? Fellini. Federico Fellini kenne ich. Was nicht rum hier, ja? Federico Leone, ah? Sergio Leone, spiel mir das Lied vom Tod. Komm, nun spiel nicht rum hier, lass uns die Sache viel zu ernst. Mann, begreif doch endlich, ich kenne diesen Mann nicht, ehrlich. Aber Guido, ne? Guido kennst du, ha? Das ist der Chef. Und wenn der kommt, ja, dann sagt er, soll dich sofort bei mir melden. Capito, ha? Logico. Mach ich. Guido gemeldet? Nein. Ach, hast du mit Wolf gesprochen? Ja, aber da ich ihm schlecht sagen konnte, dass ich weiß, wie die beiden Typen in der Charlottenstraße abgestellt haben, habe ich natürlich nur ganz beiläufig fragen können. Aber auch das wäre nicht nötig gewesen. Denn er hätte es von selbst gesagt. Weil der vermutet ein Riesending hinter der Sache. Er sieht das nämlich so. Er verhaftet zwei Typen und rollt damit die ganze Mafia auf. Mindestens. Aber erst wird er dich aufrollen, wenn die beiden Typen nicht dicht halten. Haben sie was gesagt? Bisher nicht. Aber dafür haben sich zwei hochkarätige Rechtsanwälte gemeldet. Was natürlich Wolf in der Annahme bestätigt, dass er einer großen Sache da auf der Spur ist. Du tu mir Gefallen, lass diesen blöden, ironischen Ton. Was ich machen soll. Geh zu Wolf und beichte. Mensch, das bringt doch nichts. Außerdem kann ich mit dem Rikettkopf gar nicht reden. Es geht doch um was ganz anderes.
Leon ist doch jetzt der Auffassung, dass Guido für die Verhaftung seines Neffen oder was weiß ich, was selbst verantwortlich ist. Und Guido ist verschwunden. Der weiß doch noch gar nicht, was wir ihm eingebrockt haben. Er ist so ahnungslos. Ja, und was machen wir, wenn sie ihn schon gekrallt haben, ne? Ja, der ist am Eimer. Ach du Scheiße, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich muss sofort zu diesem Leone, bevor es zu spät ist. Hey, ja, Schimanski, habt ihr was über Leone? Friederike Leone. Frau Stolben? Tanner, Kriminalpolizei. Ja, der Windearsch. Ja, dann meinetwegen die Lotte. Ja, okay, ich warte. Sie haben vollkommen recht. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ja, ich weiß selbst nicht, was mit mir los war. Es tut mir leid. Ja. Frau Stolben, ich möchte Sie bitten, mir noch ein paar Fragen zu beantworten. Bitte glauben Sie mir, es ist sehr wichtig. Ja. Ja, danke. Ja. Ach so. Ja, ja, ich verstehe, ja, ja. Danke. Und? Ja, natürlich haben wir was. Na bitte. Die Akte liegt seit einer Stunde bei Kriminalrat Wolf. Was hast du vor? Ich werde mir Akteneinsicht verschaffen. Schimanski, was gibt's? Bin sehr beschäftigt. Naja, es geht nochmal um die Kölner Straße. Tanner meint zwar, wir sollten den Fall abschließen, aber ich weiß auch, dass Sie seine Ansicht teilen, aber mir ist da noch was aufgefallen. Die Frau, die hat doch damals ausgesagt. Schimanski, bitte. Hat Ihnen Tanner denn nicht gesagt, dass ich einer Riesensache hinterher bin, deren Wichtigkeit sich noch gar nicht richtig abschätzen lässt? Also, was wollen Sie? Naja, mir sind, wie gesagt, noch ein paar Widersprüche aufgefallen. Von der Aussage dieser Dame, ja? Die sagte nämlich einerseits, ihr Mann sei zur fraglichen Zeit Schimanski? Vielleicht bilde ich mir das Ganze auch nur ein, ja? Ich bin mir da nicht so sicher. Zumal ja auch Tanner und auch Sie der Ansicht waren. Schimanski? Es kann doch wohl nicht sein, dass Sie um diese Zeit schon wieder betrunken sind. Guck mal hier. Er kam seit ungefähr 6 Wochen immer donnerstags, bevor wir aufmachen. Und da hat Kurt ihm immer Geld gegeben. Wie viel habe ich nicht gesehen. Ich dachte mir, der hat wohl Schulden bei dem. Aber das war mir auch egal. Kam Bubi immer allein? Einmal war ein zweiter Mann dabei. Komm, Niki. Komm, Niki. Der Onkel hat auch nicht immer Lust, mit dir auf den Boden rumzukriechen. Hast du dich schon bedankt für den Lastwagen? Ist ja schon gut. Komm jetzt, Dicky, du musst was essen. Also, komm. Upsa. Ups. So. Jetzt fahren wir hier ran. Aber ja, das ist gut. Halt es ihn so. Da ist er leichter. So. So. Ich glaube, ich war letztes Mal nicht sehr freundlich zu ihm. Ich vermute, dass ich auch nicht sehr höflich war. Tut mir leid. Können Sie etwas über den anderen Mann sagen? Ich glaube, das war ein Italiener. Hm. Er war nicht sehr groß und nicht sehr schlank. Erinnern Sie sich an irgendein besonderes Merkmal? Oh. Tut mir leid. Sie wissen ja, wo die Rolle ist. Oh.
habe mich übrigens sehr gefreut, dass Sie angerufen haben. Ja, ich mich auch. Das heißt, als ich es getan hatte. Ich meine, ich will sagen... Name ist Szymanski, wo finde ich Herrn Leone? Da entlang. Welche wir haben Visite. Gott bewahre, nein. Sattmann. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich aus Ihrem Besuch schließen, dass Sie sich mein Angebot überlegt haben? Was soll das heißen? Ich wüsste wirklich nicht, was ich für Sie tun könnte. Dasselbe wie für Guido. Bloß für etwas mehr Geld. Halten Sie mal die Luft an. Ich bin mit Guido befreundet und sonst nichts. Sie meinen, dann werden Sie mir jetzt sicher sagen, was Sie von mir wollen. Ich würde Ihnen sagen, dass Guido mit der Verhaftung von Angelo nichts zu tun hat. Und woraus schließen Sie, dass uns das interessiert? Guido hat sich ganz korrekt an die Vereinbarung gehalten. Wie sagen Sie Guido? Guido und wie noch? Guido Tessari. Tessari, Guido? Kenne ich nicht. Kennst Guido Tessari nicht? Mit wem hast du gestern verhandelt, hä? Und von wem reden wir denn die ganze Zeit? Du bist das Ass, mit dem Guido sein Spielchen machen will. Du mieses kleines Arschloch vom Blöck. Willst du mal was sagen? Ein Anruf von mir und du bist dein Job los. Um uns das Geschäft abzunehmen, brauch es andere Kaliber. Was hast du da gesagt? Wer will wem das Geschäft abnehmen? Lass mich los. Heißt das, Guido will euch das Geschäft abnehmen? Ich kenne keinen Guido Tessari. Ob du ihn kennst oder nicht, oder? Wenn dir was passiert, dann bist du dran, Sattmann. Oder wie auch immer du heißen magst. Und du auch. Beste Ragazzo. Anderthalb Jahren Schutzgeld für dieses Lokal. Und ja, wie viele? Am Anfang 200, später 300 die Woche. Man gewöhnt sich dran wie an die Miete oder an die Stromrechnung. Vor ungefähr 8 Wochen kam dieser Kantmeier und ein Italiener und sagten, sie würden von jetzt an den Schutz übernehmen. Zuerst hatte ich Angst, ich müsste doppelt bezahlen, aber die anderen sind seitdem nicht wiedergekommen. Der Mann, der bis dahin immer kam, um zu kassieren, der wurde von Kantmeier und einem anderen zusammengeschlagen, ziemlich übel zugerichtet.
Aber das hat mir erst später ein Wirt erzählt, vor dessen Lokal es passierte. Und dann wurde Kantmeier erschossen. Ja. Und ich bin gespannt, wer jetzt kommt. Sie sagten, Sie sagten Kantmeier und ein Italiener. Kannten Sie diesen Italiener? Zu dem Zeitpunkt nicht. Kennen Sie ihn jetzt? Ich habe ihn ein paar Tage, nachdem er mit Kantmeier hier war, zufällig auf der Straße gesehen und bin ihm bis zu seiner Kneipe nachgefahren. Dann habe ich meinen Schwager, der in Köln wohnt, den ihr bestimmt niemand kennt, hingeschickt, um sich mal ein bisschen rumzuhören. Und der hat es mir dann bestätigt. Das ist auch mein Kollege. Er hat ein Restaurant in der Nähe vom Stapeltor. Das heißt Guidos und er ist Tessari. Guido Tessari. Da sind Sie sich hundertprozentig sicher? Ganz würde ich es Ihnen doch nicht sagen. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles. Herr Primula, ist doch gut. Ich hoffe, dass Sie Frau Stäuben nicht böse sind, dass sie mir alles erzählt hat, was sie weiß. Und wissen Sie, Hunde, bin ich ganz froh drum. Irgendwann muss es ja sein. Vielleicht nützt es ja wirklich. Ja, ganz bestimmt. Darf ich mal telefonieren? Na klar. Danke. Ja, Tanne, ich möchte Schumanns gesprochen. Ja, ich war. Wie? Er soll sich sofort mit mir in Verbindung setzen. Das ist sehr dringend. Jetzt ist Guido da. Meine Verlobte. Ach, wirklich, liebe Menschen muss es sein. Aber das Wichtige, sie haben zugestimmt. Ich kann ein Mädchen mit der Zustimmung ihrer Eltern heiraten. Das ist mir viel lieber, Sohn. Verstehe, Minderjährige. Ne? Ja, sie ist Anfang 20, also sie wird 20 demnächst. Schön, ein Mädchen. Hast du mir eigentlich schon gratuliert? Ha? Komm, freu dich doch mit mir. Nee. Wie meinst du das? Ich meine, dass mir deine Verlobung sowas von scheißegal ist. Wie ich es dir gar nicht sagen kann. Schön. Bist du krank oder betrunken? Hä? Ich war bei Sattmann. Wieso? Was warst du bei Sattmann? Komm, eins nach dem anderen. Erstmal das Persönliche, okay? Du bist für mich eine kleine, miese, hinterhältige Ratte. Und jetzt sozusagen das Offizielle, ja? Wird ab sofort wegen Erpressung gegen mich ermittelt. Das war auch meine Veranlassung. Und dann glaube ich auch, dass du viel mehr über Bubi Kantmeier weißt, als du sagst. Aber auch das werde ich rauskriegen. Das war's dann wohl, oder? Ich bin enttäuscht. Menschlich enttäuscht. Bisher will ich dir meine Rechtsanwalt mitteilen. Bitte, lass jetzt mein Restaurant. Ich erteile dir hier mit dem Lokalverbot.
Du zwingst mich dazu. Wenn du einen Sattmann oder von wem immer du diese Lügen hast, mehr glaubst du als mir. Wir sind getrennte Leute. Nichts anderes wollte ich sagen. Und jetzt noch zu deiner Frage, warum ich bei Sattmann war. Angelo und der andere Typ sind heute noch verhaftet worden. Also nicht auf meine Veranlassung, wie du vielleicht denken könntest. Und ich bin zu Sattmann gegangen, um ihm die Sache zu erklären, um dir ja, Rückendeckung zu geben, weiter nichts. Aber da glaubte ich ja noch, dass du ein ehrenwerter Gastwirt bist. Verhaftet sagst du? Wie kann denn das sein? Deswegen, denn, das musst du mir erklären. Komm, setz dich. Ich brauche jetzt einen. Und du auch, ja? Du auch. Kaputtana Marke. Die denken jetzt, ich hätte sie reingelegt. Schlimm. Du weißt, wie es war. Ich weiß gar nichts. Du hast mir nie was gesagt. Schimanski, es gibt nichts. Ich habe dir alles gesagt. Und wir haben doch jetzt wirklich ein anderes Problem. Du hast ein Problem. Ich wusste es immer. Ein Italiener, dessen einzig genießbares Gericht Sauerbraten, rheinischer Art ist, den er zudem noch mit Kapern statt mit Rosinen macht? Nein, 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 nein. Das konnte nicht stimmen. Und jeder Nichtverblendete hat das ja auch gespürt. Ich sehe das noch genau vor mir. Das ist der beste Italiener von hier bis Oder-Neiße. Und ich bin innigst mit ihm befreundet. Tana, jetzt ist der Ofen aus. Hä? Ist ja gut. Komm, ist ja gut. Ich höre sofort auf, aber fass mich nicht an! Es gibt eine Art von positivem Übereifer. Vor dem auch der nicht sicher ist, dem sonst eine realistische und ruhig abwartende Betrachtungsweise eigen ist. Ich will damit sagen, Herr Schimanski, sollten Sie gestern eventuell gerne ein Problem mit mir besprochen haben wollen und falls ich zu sehr beschäftigt gewesen sein sollte, so stehe ich Ihnen heute jederzeit in meinem Büro zur Verfügung. So? Ach, Kölner Straße. Ach, übrigens, ja, die beiden Italiener habe ich leider entlassen müssen. Der Richter konnte meiner Argumentation nicht folgen. Leider. Das können wir denken. Was? Gerade eben? Ja, der macht doch alles falsch. Wer? Wolf. In dem gelben Mercedes sind die Fingerabdrücke von den beiden Italienern gefunden worden, die er gerade nach Hause geschickt hat. So schnell geht das. Ja. Was machen wir denn jetzt? Tja, Mensch. Jetzt weiß ich auch nicht mal weiter. Ich muss mir das Ganze einfach nochmal vorstellen, du. Also. Guido versucht, ins Schutzgeldgeschäft einzusteigen, aber naja, Leone und seine Leute sind natürlich dagegen. Schießen Bubi Kampmeier ab. Guido gibt natürlich nicht klein bei. Kriegt auch einen auf der Nase. Ja, was ist dann? Ach so, ja, dann fallen ihm die beiden Typen in die Hände. Ne, Tana, bitte, ja. Der kriegt doch nie ein Bild zusammen. Also. Ja. Ja. Mein Dennis, hast du nur davon. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du warst bei Angelo und dem anderen. Also, da fallen ihm Angelo und der andere Typ in die Hände. Und die tauscht er aus, um seine Ruhe zu haben. Oder vielleicht einen Anteil vom Geschäft zu bekommen, was weiß ich. Ist ja auch egal. Ja, und dann werden sie von euch wieder verhaftet. Und jetzt kommt das Überding. Jetzt lässt sie Wolf wieder frei in dem Augenblick, verstehst du, wo Angelo gesucht wird, wegen dringendem Mordverdacht an Bubi Kampmeier. Also, Guido lebt gefährlich. Ja? Wir schieben doch jetzt alles auf ihn, weil er für sie mit der Polizei zusammengearbeitet hat, verstehst du? Am besten für ihn wäre, wir würden ihn verhaften. Nee, aber den Gefallen tun wir ihm nicht. Wir hängen uns an ihn ran und vielleicht führt er uns zu Angelo. Oh mein Gott, das wird anstrengend.
Also ich falle aus wegen Nebel, weil ich habe eine ganz wichtige Verabredung. Ja, ich verstehe. Zuerst wache ich und du schläfst und dann schläfst du und ich wache. Meinst du es so? Ja, so ungefähr. Hm. Voll. Was für eine schöne Frau sitzt bei mir heute Abend zu Gast. Ach, hören Sie auf. Was machen Sie, wenn er das Lokal schließt? Ich meine, müssen Sie ihn dann weiter beschaffen? Nein, dann löse ich meinen Kollegen ab. Ja. Wir haben verabredet, dass wir uns abwechseln. Privat geht vor, sagen wir immer. Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, war Ihr Kollege doch mit ihm befreundet. Ja, deshalb wartet er auch draußen. Jimmy. Na, alles klar. Hm? Der Sari ist drin. Tanner auch. Tanner ist drin? Ja, wieso ist denn Tanner drin? Ach so, ja, Guido kennt ihn ja gar nicht. Na, stimmt ja. Draußen hätte er auch kaum warten können. Wieso nicht? Er war nicht allein. Sah gut aus. Richtig nett. Ja, ich verstehe. Wie war denn das nochmal? Zuerst schlafe ich und er wacht und dann wacht er und ich. Du wirst sie gleich sehen. Ja? Das Licht ist eben ausgegangen. Oh, jetzt nehme ich jetzt um, ja? Geil. Bitte schön. Danke. Es ist mir ausgesprochen peinlich. Besonders, ja, besonders, wo wir gewissermaßen dienstlich hier sind. Ich meine, ich bin ja dienstlich hier. Ich kann Sie doch nicht zum Essen einladen und dann zahlen lassen. Aber ich habe Sie immerhin angerufen. Ja, schon. Aber so umständlich, wie Sie geredet haben, würden wir wahrscheinlich jetzt noch telefonieren. Ich werde mich revanchieren. Das sage ich Ihnen. Ach, Sie drohen? Jawohl. Mir wird ganz anders vor Angst. Tja. Gehen wir? Gute Nacht, Herr Herrschaft. Guten Tag, hoffe, er hat Ihnen geschmeckt und Danke. Sie kommen wieder. Dankeschön. Gute Nacht. Ich gehe jetzt wieder. Hast du alles dicht gemacht? Ja, ja, ciao. Willst du nicht warten? Wir gehen zusammen. Guido.
Ich hab's eilig, weil sie holt mich ab, du verstehst, oder? Tschüss, Robin. Ciao. Ciao. Tja. Ja. Wollen wir noch irgendwo was trinken gehen? Ja, gern. Wo? Ja, ich glaube, der Goldene Engel hat noch auf. Nee, der hat schon zu. Es ist nicht so einfach um die Zeit. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass ich bei einem Freund wohne. Und unser Verhältnis ist im Moment ein bisschen, wie soll ich Ihnen sagen, ein bisschen getrübt. Und verstehen Sie, ich kann jetzt nicht... Kommen Sie, uns fällt schon noch was ein. Erpressung und. Begangen mit Bubi Kantmeier. Gino zum Beispiel, na, der ist noch flüchtig, aber den haben wir auch bald. Wie ist mit Joe, ha? War der auch dabei? Lass mich mit Joe zufrieden. Ein magenkranker Leibwächter. Nie ist er da, wenn man ihn braucht. Und was du da eben gesagt hast, war ein guter Witz. Ich kann mich kaum halten vor Lachen. Du solltest mir dankbar sein, ja? Und meine Ermittlungen nicht länger behindern. Vermutlich habe ich dir eben das Leben gerettet, ha? Kein Wort, sage ich dir. Doch, doch. Du wirst mir alles sagen über Leone und Genossen. Also das ist nur wirklich das Mindeste, ja? Schau mal. Dein Fuß, der sieht doch schlimmer aus, als ich dachte, ja? Troia di tua madre! Ich weiß, es ging damals unheimlich schnell, aber bitte schauen Sie sich die Stücke doch noch mal an. Ich kann es nicht beschwören, aber ich würde sagen, es war der dritte und der fünfte von links. Der dritte und der fünfte? Das beweist gar nichts. Zwei Rechtsanwälte sind hundertprozentig von der Richtigkeit und des Standpunkts überzeugt. Zwei? Ah ja. Es ist mir egal, was es war, aber ich werde dieser Person beibringen,
Herr, ich werde dieser Person beibringen, was es heißt, mich zu beleidigen. Bitte kommen Sie. Bitte. Guten Tag. Schauen Sie sich bitte diese Personen an und sagen Sie uns dann bitte, welche von Ihnen in dem gelben Mercedes gesessen haben könnten, aus dem auf Bubi Kantmeier geschossen worden ist. Also gut, ich will mich kurz fassen, denn ich will keine Sekunde länger als unbedingt nötig die gleiche Luft mit dieser Person atmen. Es waren der dritte und der fünfte Herr von rechts. Und darin bin ich mir sicher, absolut sicher, auch wenn hier irgendjemand irgendetwas anderes behaupten sollte. Das meinte die Dame auch. Also. Der dritte und der fünfte. Allerdings von links. Das ist doch nicht zu fassen. Das halte ich nicht aus. Ist das der Menschen möglich? Bitte, Herr Menger. Lassen Sie mich hier raus, bevor ich die Nerven verliere. Zwei Rechtsanwälte können sich nicht irren. Und ich engagiere mir einen dritten darauf. Naja, mir soll es egal sein. Kann ich jetzt endlich gehen? Ja. Aber bitte benutzen Sie die andere Türe, ja? Ach. Zusammen mit den Fingerabdrücken dürfte das ja wohl reichen. Jetzt fehlen uns nur noch die Hintermänner. Aber das werden wir ja wohl auch noch schaffen. Hm? Was schaust du mich denn so an? Ich finde, du siehst schlecht aus. Ja, ich weiß auch nicht, wie irgendwie so sach und kraftlos. Findest du? Ja, finde ich. Die Vorstellung ist zu Ende. Ach, die paar Hintermänner meinst du, ja? Also Sattmann, Leone. Es gibt viel zu tun. Fang schon mal an. La pioggia sul viso mi lava il dolore, ravviva il sapore d'un bacio d'amore tra l'amore.